Heute kunden die Zeichen der Zeit, dass wir an der Schwelle großer und ernsthafter Ereignisse stehen. In unserer Welt ist alles in Bewegung geraten. Vor unseren Augen erfüllt sich die Weissagung Jesu Christi über die Geschehnisse, die seinem zweiten Kommen vorausgehen sollen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben. Und es werden Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben sein, da und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Die Gegenwart und Zukunft ist für alle Menschen von großem Interesse. Immer mehr Menschen erkennen heute, dass sich etwas Großes und Entscheidendes anbahnt, dass die Welt am Rande einer gewaltigen Krise steht. In der Bibel, insbesondere im Buch Daniel und in der Offenbarung, werden uns viele historische, aber auch heutige Ereignisse deutlich vorhergesagt. Ein sorgfältiges Erforschen dieser Bücher lässt uns Gottes Absicht in der Völkergeschichte erkennen und hilft uns, den wahren Sinn des Lebens und Gottes Heilsplan für die Menschen in seinem Sohn Jesus Christus zu verstehen. Vor über 2600 Jahren wurde durch den Propheten Daniel die Entstehung und Entwicklung der großen Weltreiche, nämlich Babylon, Medopersien, Griechenland und Rom bis zum heutigen Europa vorhergesagt. In einem Traum sah der Prophet ein Standbild, dessen Körperteile die exakte Abfolge dieser Weltreiche symbolisierten. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren vom Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren vom Kupfer. Seine Beine waren vom Eisen und seine Füße waren teils von Eisen und teils vom Ton. Diese großen Weltreiche und ihre besonderen Merkmale wurden dem Propheten auch als Raubtiere gezeigt. Diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden, welche sich erhoben, als die vier Winde unter dem Himmel stürmten, wieder einander auf dem großen Meer. In Offenbarung 17, Vers 15 wird uns erklärt, dass Wasser, Völker, Scharen, Sprachen und Nationen sind. Winde dagegen sind ein Symbol des Krieges. Die vier Winde des Himmels, die auf dem großen Meer stürmten, stellen die schrecklichen Eroberungen dar, wodurch diese Königreiche zu Macht gelangten. Das erste Tier war wie ein Löwe und hatte Flügel gleich einem Adler. Das goldene Haupt und der Löwe stellen das babylonische Reich dar. Die Adlersflügel bezeichnen die schnellen Eroberungskriege unter dem König der Babylonier Nebukadnezar. Dies Reich währte von 608 bis 538 vor Christi. Das zweite war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte im Maul drei Rippen. Im Jahre 538 vor Christi wurde das Doppelreich der Meder und Perser aufgerichtet. Die drei Rippen stellen die eroberten Länder, Lydien, Babylon und Ägypten dar. Die Perser waren mächtiger als die Meder und regierten auch länger. Darauf weist der einseitig aufgerichtete Bär. Der Prophet sah ein anderes Tier, gleich einem Panther. Das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken und es hatte auch vier Köpfe. 331 vor Christi
Durch die enorm schnellen Eroberungszüge unter dem Alexander der Großen kam die Weltherrschaft der Griechen. Nach Alexanders Tod wurde das Reich durch vier seiner Generäle in vier Teile aufgeteilt, welche sind Thrakien, Syrien, Mazedonien und Ägypten. Das vierte, das furchtbare Tier, war sehr stark und hatte eiserne Zähne. Es fraß um sich her und zermalmte alles, und was übrig blieb, zertrat es. Und es hatte 10 Hörner. Im Jahre 168 vor Christi gründeten die Römer das vierte Weltreich auf Erden. Wegen der Härte und Unduldsamkeit, mit der anderen Völker unterworfen wurden, ging dieses Reich in die Geschichte als das Eiserne Rom ein. Die 10 Hörner sind 10 Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Durch die Völkerwanderung 476 nach Christi zerfiel das Römische Reich in 10 europäische Teilreiche. Der Prophet sah nun in Europa eine weitere Macht entstehen. Er sagt: Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor. Folgende Merkmale weisen diese Macht als das päpstliche Rom unzweifelhaft aus. Es wächst zwischen den 10 Hörnern empor. Das Papsttum war jenes kleine Horn, das in Europa unter den 10 germanischen Stämmen emporwuchs. 3 Hörner werden ausgerissen vor ihm. Die Reiche der Heruler, Vandalen und Ostgoten widersetzten sich der Herrschaft des kleinen Horns und wurden vor ihm ausgerissen. Das heißt, völlig vernichtet. Es ist ganz anders als die vorherigen Hörner. Das Papsttum war andersartig. Es war eine Verbindung von Kirche und Staat, in der die Kirche vorherrschte. Es wird größer als die anderen Hörner. In kürzester Zeit wuchs das Papsttum tatsächlich zu einer Weltmacht heran. Menschen wurden oft mit Gewalt zum katholischen Glauben bekehrt. Über viele Jahrhunderte müssten sich selbst Könige und Kaiser Europas demütig vor den Entscheidungen des Papstes beugen. Es ist anmaßend und redet lästerlich gegen Gott. Es wird sich auflehnen gegen den Fürsten aller Fürsten. Es ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in dem Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. 2. Thessalonicher 2, 3-4. Alle 3 Schriftstellen beschreiben dieselbe Macht, die, während sie vorgeblich christlich ist, einen antichristlichen Charakter besitzt. Das folgende Zitat lässt erkennen, bis zu welchem Grad das Papsttum Gott in Wahrheit lästert. Wir haben auf Erden den Platz des allmächtigen Gottes inne. So sagte einst Papst Leo der 13. Bereits die Anrede des Papstes mit dem Heiligen Vater ist eine Gotteslästerung. Jesus selbst mahnte in Matthäus 23, Vers 9: Ihr sollt niemandem unter euch Vater nennen, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Trotz dieser klaren Bibelworte haben sich die Päpste durch die Jahrhunderte Unfehlbarkeit angemaßt, die nur Gott besitzt, und sogar beansprucht, die Sünden vergeben zu können, was nur Gott zukommt. Es führt Krieg mit den Heiligen,
und vernichtet sie. Die Kreuzzüge, die Ketzerprozesse, die Folterkammern der Inquisition, die Scheiterhaufen sind ein bekanntes und dunkles Kapitel des Papsttums. Der Historiker Leski schreibt dazu, dass die Kirche von Rom mehr unschuldiges Blut vergossen hat als irgendeine andere Institution, die jemals auf Erden existierte, wird von niemandem in Frage gestellt, welcher eine ausreichende Geschichtskenntnis besitzt. Es ist unmöglich, eine völlige Vorstellung der Anzahl ihrer Opfer zu bekommen, und es ist sicher, dass keine Vorstellungskraft ausreicht, um sich nur annähernd die Leiden vorzustellen, welche diese erduldeten. Es untersteht sich, Gottes Zeit und Gesetz zu ändern. Das Papsttum hat tatsächlich das Gesetz Gottes verändert. Das zweite Gebot, das die Anbetung von Bildern verbietet, wurde im katholischen Katechismus aus dem Gesetz entfernt. Das vierte Gebot Gottes, welche die Heiligung des biblischen Ruhetags, den Siebentags-Sabbat, fordert, wurde in den Sonntag verändert, der seinen Ursprung in den heidnischen Sonnenanbetung hat. Anstelle des Samstags-Sabbats, nach Gottes viertem Gebot, wurde der Sonntag, ein unbiblischer Ruhetag, eingeführt, den Gott nie als ein Tag der Anbetung geboten hatte und der von Jesus und den Aposteln nie gehalten wurde. Es wird herrschen eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. In der biblischen Zeitrechnung besteht ein Jahr aus 360 Tagen. Umgerechnet wären also 3,5 Jahre oder Zeiten 1260 Tage. Ein prophetischer Tag aber stellt ein buchstäbliches Jahr dar. So ergibt sich die Herrschaftsdauer des kleinen Horns von 1260 Jahren. Diese Zeitperiode begann mit dem Dekret Justinians, welcher erklärte, dass die kirchlichen Gesetze nun zu staatlichen Gesetzen werden und dass die Kirche die Macht besitzt, über die Rechte jedes Bürgers im Staat zu entscheiden. Dies markierte auch den Sieg über die Ostgoten im Jahre 538 nach Christus. Diese Zeitperiode endet aber mit Gefangennahme des Papstes und der Erklärung Roms zur Republik durch die französischen Streitkräfte unter Napoleon im Jahre 1798.